Ich wünsche mir eine gelebte und starke Sonntagskultur. Einen Sonntag, der nicht nur dazu da ist, dass man sich ausruht, insbesondere Frauen von einer langen und fordernden Arbeitswoche und von den ganzen Verpflichtungen, die man davor und danach noch zu erledigen hat, sondern ein Tag, an dem man zusammenkommt, an dem man feiert, an dem man Leute trifft, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, die man nur digital gesehen hat oder durch Corona wirklich vielleicht 2 oder 3 Jahre lang schon nicht mal um sich hatte. Ich wünsche mir einen Tag, wo alle anpacken, wo die Verpflichtungen gut verteilt sind. Ich wünsche mir einen Tag, wo die Leute die Natur oder die Stadt genießen können und sich frei entwickeln können. Was braucht es dafür? Meiner Meinung nach braucht es dafür Arbeits- und Lebensbedingungen, die genug Kraft dafür lassen, dass man in dieses Hochgefühl des Feierns kommt. Und auch Bedingungen, dass man diese Kraft und dieses Hochgefühl auch weit in die Woche tragen kann.